Thomas Paschke ist Experte für Realtime und Big Data und Benedikt Müller ist Experte für GeoAI. Wir alle kennen die kleinen Aufgaben im Job, die wir immer wieder erledigen müssen und die uns die ganze Zeit wegfressen. Thomas und Benny wollen uns zeigen, was wir gegen diese Zeitfresser machen können, und zwar mit ArcGIS Notebooks. Danke, Daniel. Ja, wer kennt das nicht? Wir alle haben Aufgaben oder Arbeitsabläufe, die wir in regelmäßigen Abständen wiederholen müssen. Und diese Aufgaben können aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Ich meine, für einen GIS-Administrator ist es zum Beispiel wichtig, regelmäßig seine Nutzer zu überprüfen, ob es inaktive Nutzer gibt oder ob neue Nutzer hinzugekommen sind. Vielleicht sind auch die Inhalte der Nutzer relevant, vor allem wenn sie zum Beispiel viel Speicherplatz verbrauchen. Für einen Data Scientisten sind zum Beispiel Analyse-Workflows, die in regelmäßigen Abständen ausgeführt werden, sehr relevant. Und ein GIS-Publisher möchte zum Beispiel seine Inhalte, die er kuratiert, auch in regelmäßigen Abständen aktualisieren und diese halt dann immer wieder automatisiert veröffentlichen. Das heißt, wir haben hier viele Bereiche, wo eine Automatisierung dieser Arbeitsabläufe und Aufgaben durchaus Sinn macht. Und in der Regel wird hierfür dann halt ein Skript geschrieben mit Sprachen wie zum Beispiel Python, die hier die populärste ist, um diese Abläufe eben zu automatisieren. Und deswegen haben wir nun mit den ArcGIS Notebooks auch eine interaktive Entwicklungsumgebung für Python direkt in unsere GIS-Plattform integriert. Denn so lassen sich nicht nur die Abläufe automatisieren, sondern wir können diese auch noch direkt dokumentieren über die Unterstützung von Markup-Languages und wir können auch Zwischenschritte und die Daten selbst in den Notebooks visualisieren. Aber wie lässt sich das denn besser zeigen, als wenn ich einfach einmal direkt in ein solches Notebook springe? Dazu teile ich kurz meinen Bildschirm und hier sehen Sie nun ein solches ArcGIS Notebook in ArcGIS Online und wir haben auf den ersten Blick schon direkt die Möglichkeit, hier verschiedene Zellen anzulegen, die dann dementsprechend auch als Überschriften definiert werden können, um halt eben Inhalte sichtbar oder nicht sichtbar zu machen. Das heißt, es ist wirklich eine zellenbasierte interaktive Umgebung. Und ich springe einfach mal in die erste Zelle hier rein. Was sind denn eigentlich ArcGIS Notebooks? Also wie schon erwähnt, sie sind eine interaktive Entwicklungsumgebung für Python, die eben auf Jupyter basiert. Das heißt, wir haben hier Jupyter Notebooks einfach in die Plattform integriert. Und warum Jupyter, warum Python? Ja, Python hat zum einen ein riesen Open-Source-Ökosystem, was natürlich für viele Workflows sehr relevant ist und wo eine Integration in die ArcGIS-Plattform schon immer wichtig war. Und in der Plattform selbst haben wir natürlich auch eine sehr, sehr tiefgehende Integration von Python über eben unser ArcGIS-API for Python oder auch ArcPy, was wir aus dem Desktop-Bereich können. Das heißt, die Notebooks sitzen halt eben genau dazwischen und bilden im Prinzip die Schnittstelle zwischen unserer ArcGIS-Plattform und dem gesamten Open-Source-Ökosystem von Python. Ja, die Notebooks sind nun in drei Ausprägungen verfügbar. Wir können sie im Desktop nutzen, also direkt in ArcGIS Pro. Denn wie Sie wahrscheinlich wissen, hat ArcGIS Pro auch eine eigene Python-Umgebung, die es mitbringt. Und das heißt, die Jupyter, also die ArcGIS Notebooks hier, setzen dort dann direkt auf dieser Python-Umgebung auf. In ArcGIS Enterprise können wir die Notebooks über den ArcGIS Notebook Server als funktionalen Server und somit funktionale Erweiterungen für ArcGIS Enterprise zur Verfügung stellen. Und in ArcGIS Online haben wir die Notebooks auch als Software-as-a-Service-Angebot direkt nutzbar zur Verfügung. Ein wichtiges Element dabei ist natürlich unsere ArcGIS API for Python. Wenn wir uns die mal ein bisschen von der Struktur her angucken, dann sehen wir hier, dass die modular aufgebaut ist. Das heißt, wir haben verschiedene Module mit dem Basiselement erstmal des GIS-Moduls, womit wir uns dann halt eben mit unserer Plattform, sei es ArcGIS Enterprise oder ArcGIS Online, verbinden können. Das funktioniert auch ganz einfach. Ich führe hier einfach mal diese Zelle aus. Sie sehen, ich habe das GIS-Modul importiert und einfach über Home werden mein Benutzername und Passwort, mit dem ich in ArcGIS Online eingeloggt bin, direkt zur Verbindung mit der GIS-Plattform dann halt hier entsprechend genutzt. Innerhalb des GIS-Moduls gibt es nun wieder viele Möglichkeiten. Ich habe hier natürlich dann Zugriff auf
alle Nutzer, auf alle Items, auf alle Gruppen, kann als Admin auch die Rollen zuweisen. Was natürlich auch super interessant ist, ist, dass ich hier über auch verschiedenen Content nutzbar machen kann. So kann ich zum Beispiel mir Daten ganz einfach anzeigen lassen. Ich habe hier einfach mal einen Layer ausgesucht, wo ich dann zum Beispiel Daten von einem Feature-Service, nämlich die Städte in Deutschland, abfragen kann. Und ich kann hier die Daten dann auch direkt als sogenannten Spatially Enabled Data Frame in diesem Notebook visualisieren. Das heißt, hier erstmal in Tabellenform ausgeben und dementsprechend überprüfen, ja, okay, befinde ich mich auch in Deutschland, Köln, Berlin, Stuttgart, schaut gut aus. Und nicht nur in Tabellenform, sondern dadurch, dass ich hier ein Spatially Enabled Data Frame habe, das ist eine spezielle Form von sogenannten Pandas Data Frames, kann ich diesen auch sogar in einer Karte visualisieren. Das heißt, ich kann mir eine Karte als Widget hinzufügen und jetzt zum Beispiel die Elemente, die ich jetzt gerade hier oben, also die Städte in Deutschland, die ich mir angezeigt habe lassen, einfach mal zu dieser Karte hinzufügen. Und natürlich kann ich dann ganz normal, wie wir es gewohnt sind, mit dieser Karte auch noch interagieren und zum Beispiel mal hier nach Köln reingehen und mir auch die Pop-up-Informationen zu Köln anzeigen lassen. Das heißt, diese interaktive Möglichkeit der Visualisierung von Daten ist natürlich gerade beim Entwickeln von Skripten super hilfreich, um hier schrittweise vorzugehen und immer wieder Zwischenschritte auch sich anzeigen zu lassen und natürlich über diese Markdown-Sprache, wie zum Beispiel die Überschriften, auch den Code entsprechend zu dokumentieren. Ja, die Funktionalitäten der Notebooks zeige ich auch direkt mal hier live. Hier haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel durch die Integration in die GIS-Plattform direkt auf Inhalte zugreifen. Ich kann über Add hier direkt auf meinen Content zugreifen und zum Beispiel einfach mal ein Layer hier hinzufügen oder eine Webmap. Also wenn ich hier auf ein bestimmtes Item zugreifen möchte, drücke ich einfach aufs Plus und bekomme dann hier direkt den Link zu dem Item. Wir haben genauso die Möglichkeit, verschiedene Analysen direkt hier durchzuführen. Also ich gehe einfach mal auf Summarize Aggregate Points, füge diese hinzu und schon wird immer die passende Bibliothek und halt die entsprechende Funktion mir als Code-Beispiel quasi in das Notebook hinzugefügt. Außerdem kann ich auch noch auf Dateien zugreifen. Ich habe hier mein Home-Verzeichnis zum Beispiel, wo ich auch Dateien hochladen kann oder zum Beispiel auch die ganzen Beispieldaten von dem ArcGIS Notebooks liegen hier auch unter Samples Data. Des Weiteren, beziehungsweise eine richtig wichtige Funktion, sind natürlich Tasks. Das heißt, ich kann hier definieren, dass ich ein Notebook in regelmäßigen Abständen automatisch ausführen möchte. So kann ich einfach einen Task erstellen, einen Namen eingeben, könnte ich noch Parameter übergeben und dann definieren, wie oft dieser Task laufen soll. Also minütlich, stündlich oder natürlich auch sogar täglich, wöchentlich oder monatlich und kann dann hier dementsprechend verschiedene Einstellungen vornehmen, wie oft denn dieser Task dann automatisch ausgeführt wird. Teilen kennen Sie alle natürlich, wie bei jedem Item in der GIS-Plattform können wir das für die Organisation freigeben oder auch öffentlich. Wir können auch Snapshots seit dem neuesten Release anlegen. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn wir irgendwie Zwischenstände erstmal speichern wollen und dann vielleicht das Skript in eine andere Richtung weiterentwickeln, sodass wir hier auch immer aktuelle Snapshots anlegen können. Und dann haben wir auch noch natürlich die Möglichkeit, die Notebooks zu speichern und weitere Informationen anzuzeigen. Das heißt, das ist ein ganz kurzer Überblick über die Funktionalitäten hier. Wie wird das Ganze gemanagt und was für verschiedene Runtimes gibt es? Ja, wenn wir bei den ArcGIS Notebooks einfach mal uns anschauen, wir haben hier in ArcGIS Online zum Beispiel den Reiter Notebook nun oben. Wenn wir hier draufklicken, dann sehen wir erstmal eine Startseite, wo wir unsere eigenen Notebooks sehen. Wir können uns Notebooks angucken, die mit der Organisation geteilt wurden. Und wir haben halt eben auch, da habe ich eben schon kurz die Daten gezeigt, eine Vielzahl an Beispiel-Notebooks zur Verfügung. Wenn wir zum Beispiel für administrative Aufgaben starten wollen, haben wir hier Beispiel-Notebooks, die direkt mit in ArcGIS Online verfügbar sind und wo wir darauf aufsetzen können. Wenn ich nun Notebooks verwalten möchte, habe ich hier noch die Möglichkeit, mir anzuzeigen, welche aktiven
Container denn gerade laufen, denn diese Notebooks werden über den Notebook-Server und den ArcGIS Online über Docker-Container zur Verfügung gestellt. Das heißt, hierüber kann ich als Admin dann auch Container in meiner Organisation managen und diese dann unter Umständen auch zum Beispiel einfach direkt beenden. Genau, in ArcGIS Online sieht das wie folgt aus. In ArcGIS Enterprise hat man beim Manager noch ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten. Hier habe ich eine ein bisschen detailliertere Übersicht, auch über die laufenden Container oder die ganzen Tasks, die hier erstellt wurden, die Protokolle, und kann auch weitere Einstellungsmöglichkeiten vornehmen. Das ist natürlich der Unterschied jetzt zwischen Software as a Service und dementsprechend unserer On-Premise-Deployment-Variante. Ja, das war nur eine kurze Einführung in die ArcGIS Notebooks, einen Überblick, wie wir diese nutzen können und was für Funktionalitäten sie uns bieten. Und bevor Benny und ich nun im zweiten Teil ein paar Live-Demos zu verschiedenen Aspekten der Automatisierung zeigen wollen, würde ich erst noch mal ganz kurz an dich, Daniel, zurückgeben für ein erstes Zwischenfazit. Vielen Dank, Thomas und Benny. Besonders cool finde ich, dass die Notebooks für ganz viele Aufgaben in und außerhalb des GIS genutzt werden können und auch mit anderen geteilt. Und jetzt wollt ihr uns noch einige Anwendungsfälle und Demos zeigen. Also legt los. Vielen Dank, Daniel. Und dann kommen wir jetzt zu meinen praktischen Beispielen, die ich mitgebracht habe. Einmal ein Beispiel oder eine Demo zur Datenintegration und einmal eine Demo zur räumlichen Analyse. Und fangen wir mal mit der Datenintegration an. Und zwar ist es hier ja super wichtig, dass bei bestimmten Daten, wie zum Beispiel Wetterdaten, diese täglich oder sogar stündlich oder sogar minütlich aktualisiert werden. Und dafür haben wir eine Demo gebaut mit Wetterdaten von OpenSense. OpenSense ist ein Projekt, wo Privatleute kleine Boxen in ihrem Garten oder sonst irgendwo aufstellen können, die eben Wetterdaten aufnehmen, wie zum Beispiel Luftfeuchte oder Temperatur. Und diese Daten werden dann eben über eine Schnittstelle als Open Data zur Verfügung gestellt. Und diese Schnittstelle und wie wir die Schnittstelle genutzt haben, um die Daten in ein GIS zu integrieren, würde ich jetzt einmal gerne zeigen. Und dafür teile ich einmal meinen Bildschirm. So sieht die ganze API von der OpenSense Map aus. Und zwar werden hier die ganzen Daten der einzelnen Boxen über eine Schnittstelle per JSON zur Verfügung gestellt. Und diese Schnittstelle fragen wir in einem Script ab. Dafür melden wir uns hier oben in unserem GIS an und wir haben hier sogar noch eine kleine Funktion eingebaut, dass wenn irgendwas nicht funktionieren sollte, eine Abfrage zum Beispiel, dass wir eine Benachrichtigung bekommen. Diese API, die wir hier in der URL definieren, wird dann über ganz normal über Pandas per Funktion ausgelesen, und da das noch vorher relativ unordentlich ist, müssen wir noch verschiedene Modellierungen vornehmen, das ist der ganze Code hier, um dann später diesen Data Frame erhalten zu können, wo eben die ganzen OpenSense Boxen, also die 3141 Boxen in dem Fall, in tabellarischer Form zur Verfügung gestellt werden. Und hier werden zum Beispiel Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck oder Beleuchtungsstärke eben gemessen. Und da wir auch die Koordinaten über die JSON der API abfragen können, es ist uns dadurch möglich, anschließend einen spatially enabled Data Frame zu erstellen, der hier hinten eben die Geometrie erhält, die wir dann später in unserem GIS als in einer Karte darstellen können. Genau, dieses Script wird dann tatsächlich im 15-Minuten-Takt bei uns ausgeführt. Das heißt, alle 15 Minuten werden diese Daten eben wieder abgefragt und aktualisiert, sodass wir immer die neuesten Temperaturmesswerte zur Verfügung gestellt bekommen und diese auch speichern können, um zum Beispiel zeitliche Analysen durchzuführen. Dafür haben wir, wie der Thomas das ja anfangs schon gezeigt hat, einen Task erstellt. Der wird eben alle 15 Minuten automatisch ausgeführt und ist auch immer noch aktiv. Und diese Daten stellen wir hier im Living Atlas für Sie als Nutzer zur Verfügung. Neben der reinen Integration von Daten können wir natürlich auch räumliche Analysen direkt in den ArcGIS Notebooks ausführen. Und dafür habe ich eine zweite Demo mitgebracht über die Fahrräder der Kölner Verkehrsbetriebe, kurz KVB. Die werden von der Stadt zur Verfügung gestellt und tatsächlich ist es möglich, diese über eine API abzufragen, und zwar mit Standort. Und dafür teile ich jetzt einmal meinen Bildschirm, um Ihnen diese Analyse zu zeigen. Ja, anders als bei den Senseboxen werden hier die Daten durch die API von der Stadt Köln über XML zur Verfügung gestellt.
Und diese XML-Daten werden bei uns über den Geo-Event-Server live prozessiert und als Feature-Service wieder ausgegeben. Dafür wechsle ich einmal ins Notebook, um die räumlichen Analysen zu zeigen, die wir damit durchgeführt haben. So sehen eben diese KVB-Räder, die überall in Köln stehen, aus. Und was wir hier machen ist, wir verbinden uns mit dem GIS und laden beide Layer ein, also einmal den Layer der Stadtteile Köln und einmal den Layer der KVB-Räder, wo alle KVB-Räder drin gespeichert sind, deren Standort. Und was wir jetzt gucken möchten, ist, wie viele Räder in welchem Stadtteil stehen, also in welchem Stadtteil am meisten Räder genutzt werden. Dafür nutzen wir Spatially Enabled Data Frames, die jetzt schon zweimal angesprochen wurden in unserer Session. Und zwar sind das eben ganz normale Pandas Data Frames, die vielleicht bekannt sind, aber diese werden eben um die räumliche Komponente ergänzt. Und das Schöne ist, wenn man diese Data Frames um die räumliche Komponente ergänzt, kann man eben räumliche Analysen darauf durchführen. Hier haben wir jetzt zwei Data Frames, einmal den Data Frames mit den Stadtteilen aus Köln, der in Polygonen vorliegt, und einmal den Data Frame mit den KVB-Rädern, ganz normale Punktdaten der Standorte der KVB-Räder. Und was wir jetzt machen, ist diese Data Frames miteinander verschneiden. Und das Schöne ist eben, mit der räumlichen Komponente ist es halt möglich zu gucken, wie viele der Punktfeatures in den Polygon-Features liegen. Und damit hätten wir dann die Anzahl an Fahrrädern pro Stadtteil. Das Ganze haben wir dann einmal tabellarisch dargestellt und dann auf die Karte gebracht. Und hier sieht man jetzt eben, dass hier, wo es dunkelgrün ist, im Stadtteil Mülheim 218 Räder stehen und damit am meisten in Köln. Was können wir noch machen? Hier nochmal eine kleine Übersicht. Mülheim, Kalk, Altstadt Nord, da stehen die meisten Räder. Was können wir noch machen? Wir möchten schauen, wo steht das nächste Rad zum Dom. Dafür haben wir einmal einen kleinen Spatially Enabled Data Frame des Doms erstellt, wo wir über Geocoding die Adresse des Kölner Doms eben auf die Karte als Feature integrieren können. Und hier haben wir einmal die Liste aller Fahrräder, die in Köln verteilt stehen. Das sind 2563. Und was wir machen, ist, wir machen eine räumliche Analyse beider Data Frames und gucken per Modul Distance oder per Funktion Distance to, welches Rad am nächsten steht. Und das ist eben durch die Funktion der Spatially Enabled Data Frames möglich. Am Ende plotten wir das Ganze nochmal auf eine Karte und lassen uns die drei Fahrräder anzeigen, die am nächsten zum Dom stehen. Ja, das waren dann die zwei Demos zur Datenintegration und zur räumlichen Analyse. Und damit gebe ich dann nochmal zurück an dich, Thomas, für eine weitere Demo. Ja, vielen Dank, Benni, für diese beiden coolen Demos. Ich habe zum Abschluss jetzt noch eine letzte Demo aus dem administrativen Bereich mitgebracht. Denn ich denke mal, wir alle kennen das, dass so eine GIS-Plattform auch schnell unübersichtlich werden kann, rein an der Anzahl der Items und natürlich auch die Größe der Items entscheidend sein kann, wie viele Credits wir zum Beispiel in ArcGIS Online für den Speicherplatz verbrauchen. Und deswegen ist es immer gut, als Admin hier einen Überblick zu behalten und eventuell auch gewisse Items, die User oder die Besitzer dieser Items darum zu bitten, diese zu löschen oder das auch automatisiert zu tun. Weil wir sowas auch in regelmäßigen Abständen durchführen wollen, eignet sich das natürlich auch perfekt für ein Notebook. Und ich springe jetzt auch direkt mal in mein Beispiel-Notebook. Und hier sehen wir nun, dass ich mich natürlich wie immer zunächst mit dem GIS verbinde. Anschließend kann ich dann zum Beispiel alle meine Nutzer in der Organisation abfragen und erstmal schauen, wie viele es insgesamt sind. Das sind jetzt in dieser Organisation 190 User. Und nun möchte ich mir einfach mal ausgeben lassen, wer sind denn die 10 Nutzer mit dem größten Speicherplatzverbrauch. Das heißt, wir haben hier unsere Top 10 angeführt von Gregor. Und nun möchte ich diese Items, die die Nutzer haben, halt auf bestimmte Bedingungen überprüfen. Hier habe ich einfach eine Funktion geschrieben, in der ich im Prinzip verschiedene Kategorien definieren kann, zum Beispiel, wie ist die Mindestanzahl an Views, wie alt ist das Item, ist es geteilt mit der Organisation und so weiter. Und ermittle daraus eine Score und sage einfach, okay, wenn jetzt nun zum Beispiel 6 dieser Bedingungen zutreffen, dann ist es mir wert, das Item mal genauer anzugucken oder beziehungsweise viel eher den User darum zu bitten, zu entscheiden, ob dieses Item noch gebraucht wird. Ich lasse die Liste jetzt nun einmal durchlaufen mit dieser Check-Item-Funktion
Mache es aber nicht auf die wirklichen Top-10-User, denn das würde natürlich jetzt ein bisschen lange dauern, sondern nur auf meinen eigenen Nutzer-Account. Und nun sehen wir hier, dass er für einen Nutzer im Prinzip die Items einmal durchgeht. Ich habe ein paar Item-Typen exkludiert, die nicht Teil der Analyse sind. Und ansonsten sehe ich hier immer die Score und die jeweiligen Aufrufe dieser Items. Das heißt, wir haben hier ganz unterschiedliche Anzahlen und dementsprechend natürlich auch die entsprechende Score. Und wenn die Analyse durchgelaufen ist, dann wird bei mir halt gesagt, hey, ich habe hier zwei Items gefunden, die möchte ich mir natürlich auch genauer angucken. Das heißt, das sind dann im Prinzip hier zwei Items, die ich auch nochmal in tabellarischer Form in einem Dataframe anzeigen lassen kann, wo die letzte Änderung auch schon einige Zeit zurückliegt und einfach halt die Anzahl der Views wirklich minimal ist und die Nutzung quasi nicht vorhanden. Das heißt, das wären nun wirklich auch Items, die ja, ich löschen könnte und dementsprechend kann ich nun das automatisiert auch durchführen, dass alle Nutzer über ihre entsprechenden Items benachrichtigt werden per E-Mail. Oder ich kann natürlich auch hingehen und direkt einfach die identifizierten Items löschen, wenn ich Nutzer gar nicht mehr vorher warnen möchte. Das noch als ein kleines Beispiel aus dem Bereich der Administration. Wie ich anfangs schon erwähnt habe, gibt es aber auch bei den Beispiel-Notebooks relativ viele Notebook-Beispiele, wo schon administrative Workflows abgebildet sind, auf denen man zum Beispiel sonst auch aufbauen kann. Und was ich auch noch empfehlen möchte an dieser Stelle ist, wenn Sie vielleicht ganz neu sind, schauen Sie auf unserer Developer-Seite von der ArcGIS API for Python vorbei. Hier gibt es weitere Beispiel-Notebooks auch für die verschiedenen Anwendertypen, sei es ein GIS-Analyst, ein Data Scientist, ein Content Publisher, ein Administrator oder auch ein Power-User. Und es gibt auch einen sehr schönen Guide, der Sie näher an die ArcGIS API for Python heranbringt und dementsprechend halt auch an die Nutzung von unseren ArcGIS-Notebooks. Ja, da soll es dann auch schon gewesen sein. Ich hoffe, Sie haben auch nur anhand dieser drei Beispiele schon gesehen, wie vielfältig einsetzbar die ArcGIS-Notebooks sind und weswegen ich sie auch immer gerne dann als das Schweizer Taschenmesser des GIS bezeichne. Und ich denke, Sie haben auch schon einen Anwendungsfall im Kopf, wo die ArcGIS-Notebooks Ihnen helfen könnten, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns schon auf Ihre Fragen. Dankeschön. Und jetzt freuen sich die Notebooks-Profis auf Ihre Fragen.